und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video aus Ruhrpott, aus Bochum am Start. Heute mal wieder mit einer Foodtour, wo ich einfach eure Empfehlungen rausballer. Die besten, vielversprechendsten Foodspots hier in Bochum. Los geht's mit dem Döner. Alles self-made. Wirklich, ihr habt mich heiß gemacht. Ich blende hier mal schon mal den Kommentar dazu ein. Und dann gibt's jetzt Döner für uns. Bochum, wie es lebt und lebt hier. Kleiner Special in diesem Video wieder. Wenn das Video gut ankommt, dann werde ich Folgendes machen. Schreibt eure Stadt, wo ihr die nächste Foodtour haben wollt. Schreibt sie rein mit eurer Empfehlung natürlich zum Essen. Die Stadt, die am meisten drin vorkommt im Video, da fahre ich hin. Kompromisslos. Das zähle ich durch und fertig. Also haut raus. Also das Video muss natürlich, wie gesagt, durchstarten. So. Deshalb müsst ihr auch den Daumen oben knallen lassen. Und ja, jetzt sind wir hier bei Passufer. Das wäre der erste Ufer meines Lebens, wo das Fleisch self-made ist. Oha, da steht's auch schon. Achmed, Döner aus eigener Herstellung. Da steht's da oben. So einen Daumen oben knallen lassen. Ja, wir machen Döner-Video. Der wurde uns empfohlen als der beste Döner in Bochum hier. Haben Sie auch gegessen? Nee, wollen wir es? Ja. Können wir machen, ne? Ja. Sind Sie hier die Chefin? Chef ist da. Das ist der Chef? Ach, das ist der Chef. Moin Chef, grüß dich. Wir wollten ein bisschen Werbung gratis für dich machen hier. Darf ich Sie noch was fragen? Ja. Da steht der Döner aus eigener Herstellung. Genau. Das heißt, den Fleischspieß machen Sie selber zum Beispiel auch. Ich kriege jeden Morgen Fleisch angeliefert. Jeden Tag. Ach, der wird jeden Morgen hier frisch gesteckt? Jeden Morgen frisch gesteckt. Der wird nicht eingefroren. Jeden Morgen. Das ist pures Fleisch. Das Kalb, ist das Kalb? Das Kalb. Das kostet eine Menge, so ein dicker Klopser, ne? Es kostet zwar eine Menge, aber wir sind mit den Preisen noch richtig. 5,50 kostet ja. Er. Das wäre brutal, wenn der jetzt auch noch gut schmeckt. Hallo. Okay. Und da? Das sieht prächtig aus. Das sieht prächtig aus. Standen Sie auch mal selber hier am Dönerspieß schon? Ich? Ja. Das ist ein Selfmade-Spieß, man sieht, der sieht schon mal anders aus. Ist natürlich dann auch unter anderem nicht mit bestimmten Stoffen gearbeitet, dass das Fleisch rot bleibt und. Zum Beispiel Nitritpökelsalz und so, ne? Macht die Farbe, ist aber Gift für den Körper, krebserregend. Hier haben wir den erfahrenen Mann am Dönerspieß noch. Er bringt viel Erfahrung und Liebe mit rein hier. Sieht man die einzelnen Scheiben auch überall noch. Ne? Natürlich auch Hackanteil, aber auch schön einzelne Scheiben. Na, dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange, ab ans Döner-Snacken. Sie sagt, extra noch ausgehöhlt das Brot, damit das nicht zu mächtig ist. Wisst ihr, ich übergebe mal hier an den guten Achmed. Schön flauschig, Mann, schön flauschig. Sehr geschmeidig im Geschmack. Ich würde mal sagen, zum Fett-Fleisch-Verhältnis, geiles Fett-Fleisch-Verhältnis. Merkst du es halt, dieses Liebliche. Die Chefin meinte selber, gleich haben wir auch noch einen mit Soßen. Ihr Dürüm isst sie ohne Soßen, weil das Fleisch halt den Rest macht. Das Brot nimmt sie eigentlich immer Soßen mit dazu. Also erstmal kann man sich sehr gut geben. Schon sehr präsent, dieser Hackfleischanteil. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Das schwingt aber beim Hack. Und der ist nicht gravierend negativ, ne? Nicht, dass ihr bei Bewertung das gleich missversteht und sich euch denkt, warum bewertet ihr das so gut? Aber beim Hack schwingt so ein gewisser Beigeschmack bei. Der trägt sie so mit durch den Döner, der einfach nicht perfekt ist. Den ich als ein bisschen störend empfinde. Jetzt nochmal den mit Soßen. Brot allerdings auch vernünftig. Für mich ein typischer Oldschool-Döner, das Tzatziki. Ich glaube, das ist mal etwas, was du nicht in Worte fassen kannst, aber das ist so ein ganz spezielles Tzatziki, was, denke ich, jeder von euch, der gerne und oft Döner isst, kennt und entweder liebt oder nicht liebt. Ich finde das geil und passt sehr gut zu diesem Produkt. Ich möchte jetzt gar nicht zu groß darüber nachdenken, weil in dem Sinne wäre das jetzt verschwendete Energie. Es ist ein absolut vernünftiger Döner, sehr lecker. In Hamburg würde der zu den Besten, vielleicht nicht sogar der Beste,
Weil das Einzige, was in Hamburg geil war, war Kotulan und der hat stark nachgelassen. Ich würde ihm 8 von 10 Punkten geben in beiden Varianten. Ich finde, beide haben Charme. Absolut leckerer Döner, kann man sich geben. Ist auch prädestiniert durch die Eigenschaften mit Selfmade und so weiter bei mir oben mit dabei zu sein. Aber nur Selfmade langt halt nicht, um dann eben irgendwie in die Top 10 zu kommen. Aber geil, geiler Döner. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spot. Ja, Burger oder Pizza? Habe ich rausgeguckt, weil ich muss gleich erstmal noch gucken, was hier näher dran ist. Also ich merke einfach, Leute, jetzt so für mich als kleine Gedankennotiz. Ich gehe jedes Mal in den Dreh, gehe ich immer mit den Hoffnungen ran. Den besten Döner und wieder was Neues. Und sehe schon den Titel vor Augen. Ich habe den besten Döner Deutschlands wiedergefunden. Wir haben eine neue Nummer 1 und ich kriege echt geile Döner. Ne? Aber ich merke, ich bin trotzdem immer wieder enttäuscht, wenn es jetzt nicht die absolute Nummer 1 ist. Ne? Also da bin ich ein bisschen geknickt, aber war ein guter Döner. Und jetzt gehen wir weiter zum Burger, glaube ich. So, wir sind jetzt bei Burger Brothers. Ich blende auch noch mal die Kommentare ein. Wo ist mein Schlüssel, Ahmed? Ach, da. Den Service bei BMW kann ich auch vergessen. Ich musste einmal loswerden. Die haben mich kaputt gemacht, Leute. Ich hatte mit einem anderen Auto nach 30 Minuten Motorschaden. Und dann musste mir das Auto nach Hause liefern, weil ich nicht von da kam. Und dann muss ich jetzt den Transport zahlen. Die sind doch nicht ganz dicht, Mann. Neuwagen, ne? Habe ich abgeholt. BMW, wirklich, bin ich sehr enttäuscht von. Sehr enttäuscht. Aber die sind gerade noch in Verhandlung. Vielleicht zahlen die das noch. Vielleicht sind es auch Feinis. Ja, vielleicht sind das auch Feini-BMWs. Wo ist ein Feini? Zurück zum Thema. Wir sind bei Burger Brothers. Ich musste erst stutzen auch. Food Brothers? Nein, Burger Brothers hat nichts damit zu tun. Und das soll ein sehr guter Burger sein. Und dann werden wir uns mal reinsnacken hier, den Burger. So Leute, wir haben hier den Chef auch am Start. Würde ich einen normalen Cheeseburger nehmen und einen Burger vielleicht noch, wo du sagst, den kann ich dir ans Herz legen, der ist Hammer. Cheeseburger einfach oder doppelt? Was sagst du, ist besser, ist die Frage. Doppelt geht immer. Geht der gut in die Hand oder ist das so einer? Ja, ja. Und dann nehmen wir einen Hähnchenburger, aber mit panierten, weil ich habe auch so einen Hähnchen-Test quasi von Hähnchen-Burgern, Sandwich, wie man es auch immer nennen mag. Geil, danke dir. Der gute Julian hat gesagt, es gibt keinen besseren Burger in Bochum. Ist das auch deine Meinung? Julian hat auf jeden Fall Ahnung. Bevor die Burger kommen, ich sehe gerade noch mal 100% Selfmade alles. Darauf bestehe ich beim guten Burger. Könnte wirklich lecker werden, Leute. Ich sehe gerade Sesam oben und auf dem Bun. Kann ich mich auch nicht daran erinnern, das mal gesehen zu haben. Die haben sogar das rau gemacht, dass es so anfühlt wie Sesam. Ach, mit fass mal an hier. Ich habe dich reingelegt. Nee, das heißt doch. Nicht. Ich dachte, ich wollte deine Dummheit bestätigen. Nein, da kann sich immer rausreden. Was interessant ist, Low Carb Garantie. Low Carb Garantie? Steht hier an diesem Fenster, siehst du es? Oh ja, das ist Fitness, Leute. Okay, vielleicht random eingeworfen. Dann denkt dran, Leute, Zack Plus, die einzig wahre Marke. Holle 10 für den direkten Support. Der Code komplett 10% auf das Sortiment bei Zack Plus. So, und jetzt geht's weiter. Also man kann ja eins von den Bochumern sagen, aber Stil haben sie. Dankeschön. Ne? Ja, echt gutes Outfit, Mann. Dankeschön. Ja, dein eigenes Ding, so nicht so irgendwie, oh, der macht so, sondern feier ich. Hast du hier schon mal gegessen, Burger Brother? Ja. Gut? Ja, okay. Gut. Stehst du dafür ein, wenn es schlecht ist? Wenn scheiße ist, bezahle ich. Ich komme gleich vorbei. Ehrlich jetzt? Ja, okay. Ich muss zum Kieferorthopäden, ich komme nachher wieder. Okay, geil, bin ich dabei. Der geilste Burgerladen und du bist der geilste Promoter für diesen Burger. Danke dir. Burger Brothers steht seit Jahren für Qualität. Wir achten darauf, dass unsere Produkte alle frisch sind. Halten wir auf den Burger drauf, wie schön der Käse geschmolzen ist. Im Bereich NRW. Mhm. Mit Abstand einer der besten Burger und ich bin der beste Mitarbeiter. Geil. Ich lass mir schmecken, ich danke dir, ne? Das war mal eine Ansage, Leute. Ob das jetzt eintrifft, natürlich, wenn wir jetzt sehen. Alles self-made soll wohl sein. Was mir erst so auffällt, absolut in Ordnung. Hat etwas länger gedauert, aber fühlt sich sehr kalt an, der Burger. Ich hoffe, er ist noch warm. Sehr durchdringender, intensiver Käsegeschmack. Ihr wisst, ich gucke da immer mit einem sehr kritischen Auge drauf. Ist aber noch in Ordnung. Der Käse schmeckt. Weiches Bun, fluffiges Bun. Schöne Röstung vom Fleisch. Also ich sag mal so, Basics sind alle top umgesetzt. Was auch sehr geil ist bei dem Burger, durch diese Kruste vom Fleisch und dann das Salz da drauf. Es gibt so eine spezielle Verbindung ein. Eine leicht liebliche, salzige Note mit diesem Röstaromen da drin. Ist schon fein. Allerdings, manchmal ist weniger mehr. Weniger Käse hätte ihm besser gestanden. Muss natürlich für das Gesamterlebnis sorgen. Und wenn der Käse einfach zu doll übertönt am Anfang, ist hier nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm, aber wäre besser mit weniger gewesen. Zwischendurch einmal einen komischen Beigeschmack gehabt.
Weiß ich nicht, wo das herkam, aber an und für sich stabiler Burger mit ein bisschen Verbesserungspotenzial, sagen wir mal so. Diese Geschichte mit so viel Käse, Intensivkäse, findet safe seine Liebhaber. Aber die Burger, die dauerhaft in Deutschland wirklich hypen, sehr erfolgreich sind und dementsprechend auch sich einen Namen machen, sind die Gastronomen, die ein ausgewogenes Ergebnis schaffen. Um eben vielleicht auch die breite Masse anzusprechen, aber es scheint wohl dann doch aufs Ganze gesehen ein bisschen besser anzukommen. Und das ist auch mein Empfinden, aber ein guter Burger. Habe ich nichts Schlechtes dran zu verlieren, absolut nicht. Und jetzt der Chicken Burger. Geile Panade. Rucola haben wir da noch mit drauf. Passt gut. Stabiler Burger. Wäre der bei mir in Buxude dagegen. Würde ich mir regelmäßig holen, finde ich geil. Frisches Chicken, knusprige Panade. Nicht überladen, lieber ein bisschen zu lasch in dem Fall, als irgendwie zu doll, zu geballert mit Geschmäckern. Allerdings bin ich immer geneigt, das natürlich mit meinen Top-Kandidaten in Deutschland zu vergleichen oder auf der Welt inzwischen. Und es gibt einfach Burgermacher, kriegen das Fleisch einfach noch mal zarter hin. Das noch ein bisschen fülliger vom Geschmack zu machen. Da denke ich, ist so eine 6,7 ist eine faire Bewertung für den Chicken Burger. Und für den hier bin ich geneigt, sogar eine 7,3 zu geben. Wirklich stabil. Und ihr wisst, wie schwer das bei meinem Burger-Ranking ist, da oben reinzukommen. Da hingen wir Ewigkeiten auf ein 8,7 für den besten Burger Deutschlands fest. Diesen Laden kann ich ans Herz legen. Wohlgemerkt beim Cheeseburger für Leute, die viel Käse mögen. Aber absolut empfehlenswert. Jetzt würde ich sagen, liebe Bochumer, geht's zu eurer besten Google-Pizza. Viel Spaß. Also, die beste Google-Bewertung hat zu. Deshalb gucken wir jetzt irgendwie zweitbeste Google-Bewertung oder so. Aber wir werden uns jetzt einen Plan machen. Wir haben gerade den Pizza-Pan, haben wir unter Umständen ausgemacht. Sieht so ein bisschen Ami-Style aus. Ist mal was anderes, hat eine gute Bewertung, sagt Ahmed, ne? Ja, Pan-Pizza, relativ gute Bewertung. Mhm. Denkst du, das kommt von Peter Pan? Nee, das kommt von Piss dich, du hässliche F***-Fress. So, H-Mat ruft mal eben kurz an. Ach so. Moin, mein Lieber. Grüß dich. Ich wollte gerne gleich eine Pizza abholen. Würdest du sagen, ihr habt die beste Pizza der Stadt, American Style? Auf jeden Fall. Ja, geil. Cool. Bin ich stark überzeugt davon. Geil, Mann. Dann freue ich mich. Dann bin ich gleich da, ne? Bis gleich, mein Lieber. Ciao, sie. Also, das ist tatsächlich wirklich eine American Pizza. Machen wir was anderes. Ich habe es im letzten Video, glaube ich, zu Pizza schon gesagt. Ich bin Fan davon. Nicht jetzt immer neapolitanisch und alles gleich. Auch mal eine schöne American. Du fühlst mir aber hart in die Fresse. Schöne American Pizza. Habe ich jetzt richtig Bock drauf. Okay, let's go. Das ist der gute Pan. Also, ganz kurz zur Geschichte von dem Laden. Ich habe mir das eben durchgelesen, Leute. Der Laden ist so entstanden, dass der Typ damals gerne auf einer Panflöte geblasen hat. Sehr viel Panflöte auch, sag ich mal, auf der Straße musiziert hat. Und zwar genau vor dem Laden. Und irgendwann wurde ihm ein Umschlag überreicht mit 100.000 Euro und random. Und er hat den Laden eröffnet. Das ist die Geschichte vom Laden. Ja, wir sind jetzt hier bei Pizza am Start. Sei ehrlich, hast du deinen Namen inspiriert von Peter Pan? Hast du nicht? Ja, die hat auch eine sehr gute Bewertung. Ich lasse mich davon jetzt überraschen. Was heißt denn Pan-Pizza genau? Ach, Pfannen. Ach, ich dachte Fun. Spaß, weißt du? Pfannen-Pizza. Habe ich eben gesehen. Ah, ihr habt Pfannen-Pizza. Pan steht übrigens für Pfanne im Englisch und deshalb auch Pfannen-Pizza. Ich habe einfach nur nicht drüber nachgedacht. Wisst ihr? Oha, ich stehe auf sowas. Ich auch. Ist natürlich, wer kein American mag, der muss jetzt trotzdem nicht wegschalten, aber der ist an der falschen Adresse, aber ich mag das. Wie bei Jochen, guckt euch die Pizza zum Selbermachen an von mir mit Jochen Gauss, Pizza vom Bundespräsidenten. Das Rezept, Endlevel. Werden wir nicht lang schnacken, Pizza im Nacken. Fruchtige Tomatensauce. Also wenn man jetzt mal ganz rational guckt, ne? Wirklich Vergleich zu der Pizza, die ich mit dem Jochen gemacht habe. Vom Ding her so Teigdicke und so. Sehr ähnlich, aber die Pizza vom Jochen mit mir, guckt euch das Rezept an für zu Hause. Easy, schnellste Pizzarezept der Welt habe ich es genannt. Natürlich, die auch schmeckt, fand ich die vom Jochen noch besser. Aber die ist vernünftig. Aber leicht trocken. Er hat eben selber noch betont, ehrliche Meinung, die hätte es auch so gegeben. Aber ist mal was anderes. Auch wenn es nicht die beste der Welt ist, würde ich hin und wieder mir mal gönnen. Statt immer das Gleiche und diese typischen Lieferservice-Pizzen, bis hier flach und irgendwie wie geleckt. Die hat Ecken und Kanten, aber die hat Charme. Frucht wieder ran. Schöne Soße aber, gefällt mir. Schöne Frucht drin. Hier hat man dazu noch Dips. Es gibt so Pizzen, da muss ich mit Dip essen. Ja, ist ein guter Ansatz. Ist ein guter Ansatz, Ahmed. Hä? Das könnte eine gute Currysoße sein. Sie ist gut, Mann. Schöne Peperoni-Note, habe ich nicht mit gerechnet. Kennt ihr wie bei Subway, diese kleinen Jalapenos, die kleinen Runden, die eingelegt sind, auch in Essig und so weiter. Die werden hier klein gemahlen vorhanden sein.
aber schöne Jalapeno-Note, gute Soße. So gewinnt das Ganze eine ganz andere Dynamik. Es gibt einfach Sachen, wenn es einem so vorgelegt wird, muss man es auch so essen. Das ist wie beim Döner. Wenn du einen Standarddöner, sag ich mal, ohne Soßen isst und der dir nicht schmeckt, darfst du dich nicht beschweren. Zu viel darf man nicht hier rein, aber immer mal zwischendrin. Kriegt ein 7 von 10 von mir. Wirklich vernünftige Pizza, würde ich wieder essen. Ja Leute, oh Mann, du Scheiße. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Mann. Hat Spaß gemacht heute. Schöne Bochum-Tour durch den Ruhrpott. Wie gesagt, euer Kommentar, eure Stadt mit Empfehlungen rein. Und die Stadt mit den meisten Kommentaren, die schafft es dann ins nächste Video. Wenn dieses Video natürlich gut ankommt, gut geliked wird, ordentlich viral losgeht. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Städtetrip mal wieder. Haben wir lange nicht gemacht. Freut mich, dass ihr weiterhin am Start seid und bis zum nächsten Mal.